Manila, die Hauptstadt der Philippinen. Hier ist eine besonders skrupellose Gefängnisgang zu Hause. Die Kommandos. Ich möchte herausfinden, wie sie eines der größten Gefängnisse der Welt unter ihre Kontrolle gebracht haben. Es herrscht Krieg. Er wurde erstochen? Erstochen und erschlagen. Die Bandenkriminalität wird in Manila zu einem immer größeren Problem. Polizei und Gangs, ein Molotow-Cocktail, kämpfen um die Vorherrschaft. Ein Toter, das ist die Realität. Ich lerne einen ihrer Anführer kennen, Mojo. Wir werden größer als die Mafia. JB, der Chef der Kommandos, kontrolliert sein Gefängnisimperium mit eiserner Hand. Wir hätten ihn fast getötet. Es war das totale Chaos. Ich trete eine Reise in Manilas düstere Unterwelt an. Ich möchte begreifen, wie die Anführer der Gang das weltgrößte Hochsicherheitsgefängnis kontrollieren. Ein Gefängnis, das sich als Wellness-Oase entpuppt. Ich bin Lou Ferranti. Ich hatte selbst eine Gang in der New Yorker Mafia. Für die Gambino-Familie habe ich Millionen gemacht. Dann bin ich für 8,5 Jahre eingefahren. Im Gefängnis habe ich gelernt, dass sich Verbrechen nicht auszahlt. Ich habe es aufgegeben. Heute schreibe ich über Gangs. Mit meinem Wissen will ich die gefährlichsten Banden der Welt verstehen. Manila, die Millionenmetropole in Südostasien. Eines der gravierendsten Probleme in der Stadt, Gangs. Alteingesessene, die aus Gefängnissen heraus operieren und neue, die Straßen unsicher machen. Ich fahre nach Valenzuela, einer Gemeinde im Großraum Manila, um einen Typen namens Mojo zu treffen. Seine Gang nennt sich True Brown Style, TBS. Mojo hat vielleicht in seinem Viertel was zu sagen, aber ich hoffe, er kann mich mit den richtig schweren Jungs zusammenbringen. Die Gangs schotten sich ziemlich ab. Dass ich mal bei der Mafia war, ist ihnen egal. Mojo meinte, ich soll zur Kirmes am Rand der Stadt kommen und dort warten. Ich weiß nicht, wie er aussieht und was mich erwartet. Mojo? Yes. Hey, what's up, buddy? Freut mich. Wie läuft's? How's it going, man? I'm alright. Sure. Bist du ein Brocken? Das sind deine Killer? Wie alt bist du? 26. Und du? 24. Und du? 28. Ich merke sofort, dass die Jungs mich abchecken. Sie sehen vielleicht wie Kinder aus, sind aber ziemlich abgebrüht. Und das macht sie gefährlich. Ich gehe. Mojo will mich in seinem Viertel wieder treffen. Hier will er nicht gesehen werden. Kennt ihr True Brown Style? No. Mojo will sichergehen, dass keine Cops in der Nähe sind. Ich nutze die Zeit und frage Leute auf der Straße nach der Gang. You know, kennt ihr die Gangs? No. Kennen Sie TBS? Keiner sagt etwas. Entweder haben sie Angst oder sie sind mit der Gang verbunden. Okay. Alright, thank you. Eine Menge Jungs tragen rote Sachen, entweder Pullover oder Shorts. Vielleicht ist das ihre Gangfarbe. Ich meine, warum sollte hier sonst jeder mit was Rotem rumlaufen? Mojos Prüfung habe ich wohl bestanden. Er schickt seine Jungs, um mich abzuholen. Was willst du? Von dir? Ich knall dich ab. Ich schieß zurück. Ich bin Gangster. Hättest du wohl gern. TBS sieht vielleicht wie eine Rasselbande aus. Aber die Burschen dealen nicht mit Keksen. Sie handeln mit Waffen und Drogen, entführen Menschen und töten. Du gehörst dazu? Männer und Frauen. OG steht für Original Gangster. Den Titel führen viele im Knast. Ist Rot eure Farbe? Das steht für Bloods. Die US-Gang. Unsere Gang stammt aus San Diego. Wir haben auch Ableger in London und Dubai. Ihr berichtet an die Bloods in den USA? Ihr steht mit denen in Kontakt? Habt ihr Waffen? 67 Schusswaffen. So ziemlich eine für jeden. Was für welche?
38er, Flinten, Uzis, Kaliber 40, 45, 9 mm. Das sind Polizeiwaffen, 38er. Wo habt ihr die her? Von überall? Wofür braucht ihr die? Zum Töten. Ist damit schon mal einer erschossen worden? Schon oft. Ist die geladen? 45er Automatik. 19 Schuss. Gefährliche Patrone. 45er Colt, so groß wie mein Daumen. Die bricht jede Rippe, zerfetzt die Lunge. Ein Schuss, Schluss, aus. Eine Pistole für Erwachsene. Macht ihr einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Tötest du, wenn man es dir sagt? Ja, wenn es von mir verlangt wird. Vielleicht. Ein Mafia-Mitglied tötet auf Befehl. Zum Glück musste ich das nie tun. Ihr habt Tattoos. Kann ich die mal sehen? Zeig mal. Sieht wie du aus. Gibt's nicht. Meins. Schon wieder du. Mit einer Maske. Du bist überall drauf. Muss man das haben, um in der Gang zu sein? Nur wenn man will. So zeigt man Respekt. Aber wenn sie es machen, dann bedeutet das... Ich bin loyal. Verstehe. Führungskreis. Bist du der große Boss oder nur hier der Boss? Nur hier. Wer ist der Große? Wo ist er? Im Knast. TBS wächst rasant. Sie haben viele Waffen und genügend Nachwuchs. Mojo hat hier das Sagen, aber ich will OG Lawrence treffen, den Obermacker. Er sitzt in Bilibid. Wie viel hat er gekriegt? Zweimal lebenslänglich. Für Mord? Wenn er euch wissen lässt, dass ihr was erledigen sollt, macht ihr das dann? Klar. Er sitzt ja wegen der Gang. Deswegen müssen auch wir unseren Teil erfüllen. Er opfert sich ja für uns. Was wäre TBS ohne ihn? Bilibid ist eines der größten Hochsicherheitsgefängnisse der Welt. Hier sitzen an die 20.000 Schwerverbrecher ein, wegen Mord, Entführung oder Vergewaltigung. 95% der Insassen gehören zu Gangs, darunter auch OG Lawrence, den ich treffen will. Hey, thank you. What's your name, sir? Thank you. Louis Ferrante. Kurz bevor ich ankam, gab es einige Morde im Gefängnis. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung ist. Wenn so etwas in dem Gefängnis passiert ist, in dem ich einsaß, wollte dort niemand einen Fremden sehen. So einen Knast habe ich noch nie gesehen. Es gibt Geschäfte, Restaurants, Taxis, alles. Das soll ein Knast sein? Die haben Äxte! Noch verrückter, die Gefangenen zählen sich selbst. Ich glaub's nicht. In diesem Gefängnis sind Abertausende von Menschen und der Zählappell dauert ein paar Minuten. Die lassen sich die Zahlen einfach von einem Gangmitglied aus dem jeweiligen Gebäude geben. So was habe ich noch nie gesehen. Das Gefängnis liegt am Stadtrand von Manila und nimmt eine Fläche von 550 Hektar ein. Es wurde 1940 in Betrieb genommen und ist seitdem die wichtigste Strafanstalt der Philippinen. Es gibt 12 Gangs, die in verschiedenen Gebäuden untergebracht sind. Ich möchte OG Lawrence treffen, angeblich der Chef von TBS. Which way? Bahalanaga? TBS hat keine eigene Basis in Bilibid. Lawrence ist bei einer anderen Gang untergekommen, die sich Bahala Naga nennt. Merkwürdig. Bahala Naga? That way? That area. That area. Yeah. Yeah. Okay, fast there. Yellow and blue. Bahala Naga. Yeah, yeah. Yeah, where? Yeah, over here? Yeah, just... Die nächste Tür. Next door? Lawrence? No, no. No? Yep. Hey, Lawrence, come on. Komm raus. Lawrence, here? Yeah. Lawrence, what's up, Lou? Wie geht's?
Ich habe deine Leute draußen getroffen. Können wir reden? What's up, buddy? In Manila genießt Lawrence Legendenstatus. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. In der Mafia wäre einer wie er ein Don. Als Anführer der TBS warst du der King. Wie war das? Es war gut. Ich war berühmt. Alle haben mich bewundert. Ich hatte Frauen. Draußen auf der Straße, da halten dich deine Leute immer noch für einen Heiligen. Wie findest du das? Sie sehen zu mir auf und bewundern mich, weil ich so viel Mist gebaut habe. Warum ist TBS nicht im Gefängnis vertreten? Lawrence erklärt mir, dass sich auf den Philippinen Straßengangs von Gefängnisgangs unterscheiden. Draußen haben alle auf ihn gehört, hier drin muss er gehorchen. Du musst irgendwo dazugehören, um zu überleben. Lawrence gehört jetzt zu einer anderen Gang und in der steht er ganz unten. Ich frage mich, was seine Anhänger dazu sagen würden, dass ihr Anführer keine Macht mehr hat. Yeah, thank you, brother. Thank you, man. Okay, be good. Lots of luck, okay? Thank you. 12 Gangs beherrschen Bilibid und das schon lange, bevor Lawrence geboren wurde. Ein Newcomer wie Lawrence mit seiner TBS hat da nichts zu melden. Gangs sind hierarchisch organisiert, mit dem Anführer an der Spitze. Um Spannungen zu vermeiden, treffen sich die 12 Bosse wöchentlich. Die heutige Zusammenkunft ist von besonderer Bedeutung. Nach 2 Mordfällen wäre vor wenigen Tagen beinahe eine Revolte ausgebrochen. Die Gangs treffen sich zu einer Krisensitzung. Für gewöhnlich passiert das hinter verschlossenen Türen. Nicht mal Wärter werden zugelassen. Ich darf ausnahmsweise teilnehmen. Die Situation ist sehr beunruhigend. Wir müssen darüber reden. Soweit ich weiß, hat noch nie ein Fremder an sowas teilgenommen. Das ist ein großes Palaver. Sie gehen am Tor mit Messern aufeinander los? Das dürfen wir nicht zulassen. Ich komme mir vor wie in der Szene aus dem Paten, als sich die Bosse treffen und besprechen, wie sie Kuba übernehmen sollen. Die Jungs hier haben so viele Leute, die könnten das schaffen. Wir müssen unsere Leute im Zaum halten. Dieses Treffen ist von großer Bedeutung, aber dieser Typ taucht einfach zu spät auf. Entweder hat er seine Unterhose nicht gefunden oder er ist eine große Nummer. Das ist so ein Ego-Ding, extra zu spät kommen. Er zeigt seine Macht. Es darf hier keinen Ärger geben, nur wegen einem. Der Nachzügler ist Anführer einer der ältesten Gefängnisgangs, der Kommandos. Wegen Entführungen hat er 2 lebenslänglich bekommen. Er regiert mit eiserner Faust und heißt J.B. Sebastian. Ich habe ihn um ein Treffen gebeten. Ich soll zum Gebäude einer Wohltätigkeitsorganisation kommen, die JB für Gefangene und ihre Angehörigen gegründet hat. Wow, nice. This place is nicer than hier sieht es schöner aus als in manchen Clubs, die ich aus Brooklyn und Queens kenne. Ein großer Fernseher. Und das soll ein Gefängnis sein? Draußen ist es brutal heiß und hier drin brummt die Klimaanlage. Und dann die Sachen hier drin. Zum Beispiel der Tennisschläger. Ich schätze mal, den hat einer über die Rübe gekriegt. Vielleicht soll er Leute daran erinnern, was passieren kann, wenn sie Scheiße bauen. Oder er hat den Ball nur verdammt hart getroffen. Vielleicht ist er ein toller Spieler. And you are JB. JB. How you doing, bro? What's up? Nice to meet you. Same here. Setz dich. Wie gefällt's dir hier? Sehr gut. Beeindruckend. Kaffee? Gerne. Oder Schokolade? Kaffee. Eines ist sofort klar. Die Leute tanzen nach JBs Pfeife. Er ist offensichtlich der Boss. Machen wir es kurz. Was willst du? Ich will wissen, wie die Gangs hier arbeiten. Wie lange bist du schon an der Macht? Knapp 2 Jahre. Es gab damals einen Anführer und dann wollten alle bei den Kommandos plötzlich eine neue Führung. Es gab eine Wahl. Einer hat mich vorgeschlagen und dem haben sich 5 weitere angeschlossen. Eine demokratische Wahl. Der andere hat einfach auf die Macht verzichtet? Keine Ahnung, ob er das freiwillig oder unter Zwang getan hat. Ist mir egal.
JB will mir erzählen, in seiner Gang ginge es demokratisch zu. Wo gibt's denn sowas? Und in welcher Demokratie tätowieren sich die Bürger den Namen ihres Präsidenten ein? So it says JB Sebastian, not your... Der Anführer auf dem Arm. JB Sebastian, Commandos. Monsieur? Zeig mal. JB underneath it and Sebastian. You know, my... Wer auf ein Mädchen scharf ist, tätowiert sich ihren Namen auf den Arsch. Hier ist es der Name des Anführers. Was ist mit dem kaputten Tennisschläger? Das war ein Neuling, der gedealt hat. Ich sag zu ihm, komm her, mitten auf dem Tenniscourt. Für wen hältst du dich? Oh, it cracked. Kaputt. Okay. So viel zur Gangdemokratie. JB ist ein Diktator, der seine Urteile nach Gutdünken vollstreckt. Ich zeig dir meine Gebäude. Warum steht dein Name hier? Tradition. Die Namen der Anführer und Stellvertreter stehen an jeder Wand. Dieses Gefängnis ist einzigartig. Die Leitung überlässt den Gangs das Kommando in den jeweiligen Zellentrakten. Damit keine Revierkämpfe ausbrechen, sind die weit voneinander entfernt. Anders als in Gefängnissen, in denen ich saß, sind die Gangs hier nicht nur heimliche Herrscher. Wie groß ist deine Gang? 1000 Leute. Dir stehen also 1000 Killer zur Verfügung. Wenn ich sie so einsetzen will? Erklär mal, du stehst oben. Der Anführer, sein Stellvertreter, dann die Namen der Berater. Wer ernennt die? Der Anführer. Weiter. Es gibt einen Leiter in jedem Trakt, eine Art Hausmeister. Wenn was nicht stimmt, muss er sich drum kümmern. Wer ernennt die? Und die Stellvertreter? Und der Schatzmeister hat das Geld? Und der Prüfer? Überwacht den Schatzmeister. Gegenseitige Kontrolle. Genau. Wie kommt das Geld nach oben? In der Mafia zahlst du an den Capo, der gibt's dem... Über den Traktleiter zum Anführer. Wie in einer Pyramide. Wer kontrolliert dich? Stehst du über allen? Ich bin Diener und König. Diener, ich weiß nicht. Danach sieht's nicht aus. König glaube ich schon eher. Nur die Ruhe. Du hast genug Diener um dich rum. Wie jeder gewitzte Chef will JB mir einen seiner glücklichen Angestellten vorstellen. Seit wann bist du Leiter? Seit 2 Jahren. Weswegen hast du dich das letzte Mal an JB gewandt? Wegen Geld. Warum? Jemand hat was geklaut. Warst du damals nervös? Nicht, weil JB dir vertraut. Auch wenn er das Gegenteil behauptet, die Angst merkt man ihm an. Soll ich abdanken? Wie ein Mann? Plötzlich läuft das Gespräch aus dem Ruder. JB ist sauer. Und wenn er dir vertraut? Das reicht. Ich verstehe jetzt, wie JB die Fäden zieht. Es ist wie in der Mafia. Es gibt den Boss, die Capos, die Berater und die Soldaten. Und wer etwas Falsches tut oder sagt, muss mit Konsequenzen rechnen. Die Gang verzeiht nichts. Draußen treffe ich mich wieder mit TBS. An diesem Abend wollen sie neue Mitglieder aufnehmen. Ich darf dabei sein. Ich verstehe gut, warum diese Jungs in einer Gang sein möchten. Bei mir war es nicht anders. Es geht um Bindung, um Status und um schnelles Geld. Und vor allem um das Gefühl, dazuzugehören. Um wen geht's? Wie heißt du? Freut mich, James. Fühlst du dich geehrt? Musstest du da lange drauf warten? Ja. Wer kommt noch dran? Wie alt bist du? 15. Seit wann willst du in der Gang sein? Seit 2 Jahren, seit du 13 bist. Um bei TBS aufgenommen zu werden, müssen die Kandidaten beweisen, wie ernst sie es meinen. Für einen Jungen wie James bedeutet das, dass er 30 Sekunden lang zusammengeschlagen wird. Sie nennen das ein Massaker. Das Mädchen hat die Wahl. Wenn ein Mädchen aufgenommen werden will, schlägt sie entweder jemand wie ich zusammen
Oder der Rest der Gang hat Spaß mit ihr. Sie wird rumgereicht. Was hast du gemacht? Ich hatte Nasenbluten. Sie haben mir die Augen verbunden und es gab ein 30-sekündiges Massaker mit Schlägen. Man wird verdroschen. James hat die Augen verbunden. Wie geht's dir? Schmerzen? James kann kaum noch stehen. Und das hat er seinen tollen neuen Freunden zu verdanken. Sie müssen ihn wirklich mögen. Der Handschlag, was bedeutet der? Er ist drin? Zeig mal. Scheiße. Jetzt ist das Mädchen dran. Ich kann's nicht mit ansehen. Auch die 15-Jährige hat sich für die Prügel entschieden. Warum geht sie nicht einfach nach Hause? Das Mädchen steht vor der größten Entscheidung in ihrem jungen Leben. Das hat viel mit diesem scheiß Gruppenzwang zu tun. Sag mal, sie weint doch. Die will das doch gar nicht. Sie hat das mit dem Jungen gesehen. Der so verprügelt wurde. Davor hat sie Angst. Sie will nicht. Lass sie gehen. Mojo weiß, aus einer so unentschlossenen Kandidatin wird nie ein bedingungslos ergebenes Gangmitglied. Ist er doch ein nüchtern kalkulierender Anführer? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Wir wollen die größte Gang der Welt werden. Größer als die Mafia. Du weißt aber, dass Gangster entweder im Sarg oder im Gefängnis enden. Und bei dir ist es anders. Glaub nicht. Du wirst auch sterben oder im Knast landen? Mojo glorifiziert das Gangleben. Zu meiner Zeit hatte ich ähnliche Ansichten. Dass es nichts zu verherrlichen gibt, erfahre ich einmal mehr, kaum dass ich die Gruppe verlassen habe. Ein toter Junge liegt auf dem Bürgersteig. Zeugen sagen aus, er sei bei einem Überfall von der Polizei erschossen worden. Er ist nicht der einzige Tote in dieser Nacht. 2 Blocks weiter, eine weitere Leiche. In Filmen wird Gewalt oft verherrlicht. Aber das hier ist real. Hier steht am Ende keiner wieder auf und geht nach Hause. Der Typ ist tot. Das war ein Menschenleben. Seine Mutter, seine Schwester, sein Bruder, sie alle werden zusammenbrechen, wenn sie es erfahren. So sieht das reale Bandenleben aus. Ich bin wieder im Billy Beat-Gefängnis. Gangsterboss JB hält Hof. Thank you, JB, for welcoming us. JBs Einfluss reicht weit über die Gefängnismauern hinaus. Wie weit wird mir klar, als ich erfahre, wer seine Gäste sind? Hier haben wir die Praktikantinnen aus dem Büro des Bundesanwalts, unsere künftigen Rechtsanwältinnen. Die meisten Präsidenten meines Heimatlandes haben eine juristische Ausbildung. Könnte es sein, dass unter JBs Gästen die zukünftige Präsidentin der Philippinen ist? Wer diese Spekulation für abwegig hält, sollte jetzt genau aufpassen. Das sind der Direktor der Gefängnisbehörde, der Gefängnisleiter und ich. Und der? Der Präsident. Im Ernst? Der Justizminister? Ich fasse es nicht. Du bist wegen mehrfacher Entführung verurteilt worden.
Wegen Fahrzeugdiebstahl auch. Wenn sich der amerikanische Justizminister mit so jemandem in der Öffentlichkeit zeigen würde, wäre seinen Job sofort los. Sie brauchen uns, Anführer. Sonst gibt's Chaos. Ich glaube. In den Anstalten, in denen ich war, hatten wir Waffenverstecke. Du hast hier bestimmt auch ein ganzes Arsenal. Ich würde es dir gern zeigen. Dann lass es mich sehen. Oder ich entdeck's zufällig. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe mich einfach um. Das ist meine Waffe. Computer, Medien, Kameras. Wir haben einen eigenen TV-Sender. Ich glaube, es ist der erste lokale Sender in einem Hochsicherheitsgefängnis. Wer ist der Senderchef? Im Prinzip ich. Das ist ein Sender mit Lokalnachrichten, Talkshows, Mittagsmagazinen, Comedy, Drama. Er hier war Cutter. Film Editor. Okay. Bei einem großen Sender. Draußen, im echten Leben. Genau. Gehörst du zu den Kommandos? Wie bist du dazu gekommen? Ich habe den ehemaligen stellvertretenden Direktor der Gefängnisbehörde gefragt, ob ich Boogie haben kann. Und wenn es einen Mord gibt, dann heißt es, dranbleiben, Mord in Block 2. Wenn so etwas passiert und überall Chaos ausbricht, dann spielen wir einen kurzen Bericht ein, damit sich die Lage wieder entspannt. We had a news flash. Show it, Joey. Zeig's ihm. Ich interviewe den Gefängnisleiter und den Chef der Wache. And the commander of the guards. Okay. Maraming salamat po. Mula po sa ating commander of the guards, sir. Mike Simmons, ay po. Kinakailangan panatilihin natin talaga yung katahimikan dito sa loob ng maximum security compound. Muli po, JB Sebastian po, BDV3, Tagula. Maraming salamat po. Denken die anderen Gang-Anführer, dass du den Informationsfluss im Gefängnis kontrollierst? Das weiß ich nicht, aber sie kennen mich und ich bin neutral. I'm a man of neutrality. Mal sehen, ob Herr Neutral auch unparteiisch bleibt, wenn es ums Geld geht. Die Leute betreiben kleine Straßenläden. Zahlen sie dafür Schutzgeld? Der Anführer muss dem zustimmen. Muss man was abgeben? Klar. Wenn einer unter dem Schutz meiner Gang einen Laden aufmacht, dann springt doch was für mich raus. JB ist Gang-Anführer, Senderchef und die Läden in seinem Gefängnisbezirk zahlen Schutzgeld. Ist er also der eigentliche Gefängnisleiter? Ein Mann kennt die Antwort auf die Frage. Ich bin mit dem General verabredet. Gaudencio S. Pangilinan ist der Direktor der Gefängnisbehörde. Sure. Thank you. General, how are you? Er kontrolliert die 7 Staatsgefängnisse des Landes, darunter auch Bilibid. Das ist das größte Gefängnis. Hier sitzen 20.000 von insgesamt 36.000 Gefangenen ein. Unser Sicherheitspersonal ist für 6.000 ausgelegt, aber wir haben die Mitarbeiter verdoppelt. Wie wichtig sind die Gangs für die Ordnung? Es gibt hier eine Hierarchie. Das ist überall so. Es gibt einen Ältestenrat. Sie unterstützen die Gefängnisleitung dabei, die Regeln durchzusetzen und sorgen für Ordnung. Mehr ist es nicht. Diese Geschichte, dass sie die Gefängnisse kontrollieren, bei mir gibt es das nicht. Der General führt seine Haftanstalten mit unkonventionellen Methoden. Als einziges Gefängnis weltweit erlauben wir Zellenbesuche. Habe ich ja noch nie gehört. Viele kritisieren das. Aber wenn man ein Gefängnis führt, muss es Privilegien geben, die man einschränken kann. Das ist wie Erpressung. Wenn du dich nicht benimmst, gibt es weniger Besuchstage. Wer ein Gefängnis führt, muss die Zügel anziehen können. Der General setzt auf Zuckerbrot und Peitsche. Und es ist erstaunlich, wie wenig Wärter so viele Gefangene bewachen. It's 1:35. 2:30 nachts. Ich fahre nach Tondo, einer Hochburg der Gangs in Manila.
Die Polizei führt Krieg gegen die Gangs. Ich darf sie auf einer Razzia begleiten. Der neue Boss der J.R. Bate Gang soll festgesetzt werden. Sein Vorgänger wurde vor einigen Monaten von der Polizei erschossen. Tondo ist eines der ärmsten und gefährlichsten Stadtviertel von Manila. Im Schnitt werden hier 4 Menschen pro Woche ermordet. Colonel Tendero? Yes, yes. How are you? Nice Fine. To meet you. Lou Ferrante. Okay. Danke für die Einladung. Colonel Tendero ist der Chef des 2. Polizeireviers in Tondo. Er leitet die heutige Operation. Wir kriegen ihn wohl nicht lebend. Er wird sich mit allen Mitteln wehren. Er schießt zurück. Yes. Alle Beamte des Reviers sind im Einsatz. Jeder muss wissen, was er zu tun hat. Schon komisch. So haben wir unsere Aktionen auch immer vorbereitet. Letzte Details besprechen, die Waffen kontrollieren, wer was zu tun hat. Jetzt erlebe ich das mal auf der anderen Seite. Noch Fragen? Bleibt zusammen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja. Feuergefecht. Der war's. Der Letzte, der auf sie geschossen hat. So sah er danach aus. Erschossen. Ich muss eine Schutzweste tragen. Die Razzia findet in einem Hafenviertel am südlichen Rand von Tondo statt. Ein M16. Du gehst zuerst rein? Beim Zugriff darf ich nicht dabei sein. Die Polizisten halten das für zu gefährlich. Welche Behörde riskiert es schon gerne, bei einem Einsatz einen ausländischen Reporter in Lebensgefahr zu bringen? Sie suchen den Typen. Wenn er Widerstand leistet, gibt's eine Schießerei. Ich kann hören, wie sie durch die Straßen ziehen, aber es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wir sind hier mehr oder weniger allein. Wenn der Kerl auf die Idee kommt, abzuhauen, wird's gefährlich. Und ich bin nicht mal bewaffnet. Der Einsatz in beinahe absoluter Dunkelheit ist brandgefährlich. In dem unübersichtlichen Elendsviertel von Manila sind die Gangmitglieder nur schwer aufzuspüren. Dann erfolgt doch noch ein Zugriff. Alles unter Kontrolle. Das sind Drogenreste. Ein Fluchtweg, wenn die Polizei kommt. Der Boss konnte entkommen. Nur ein paar seiner Drogendealer sind der Polizei ins Netz gegangen. Es ist schon schlimm genug, in was für einer Armut die Leute leben. Und dann müssen sie auch noch ständig Angst vor den Gangs haben. In der vergangenen Nacht habe ich Manilas hässliche Seite kennengelernt. Danach wirkt das Bilibid-Gefängnis noch idyllischer. Ich treffe mich noch einmal mit JB, weil ich mehr über seinen Lebensweg wissen will. Als du in die Gang eingetreten bist, hast du danach sowas wie Kameradschaft gesucht? Was ging damals in dir vor? Damals stand ich unter dem Einfluss meines Vaters. Er war Krimineller? Immer noch. Mit Pistole, einem Sportwagen, großem Motorrad. Ich weiß nicht, ob er noch fahren kann. Du hast also deinem Vater nachgeeifert. Stimmt's?
Wollte er das damals auch so? Deswegen kam ich mir nie wie ein einfaches Mitglied vor. Ich war automatisch ein Anführer. Vom Vater und den Onkeln geerbt. Von seinen Freunden. Ich war früh der geborene Anführer. Du kanntest nichts anderes. JBs Lebensweg war ihm in die Wiege gelegt und offensichtlich gefällt ihm die Rolle des Bandenchefs. Sie auszufüllen ist aber nicht immer leicht. Vor wenigen Tagen hat ein Mitglied seiner Gang zwei Rivalen mit einem Messer angegriffen. Die verfeindete Gang war auf Rache aus. Um für Ruhe zu sorgen, war JB gezwungen, ein Exempel zu statuieren. Schmutzige Wäsche waschen, so nennt man das hier. Wir haben ihn fast umgebracht. Er liegt noch im Koma. Der Typ ist der Schwiegervater meiner Schwester, Familie. Aber ich musste es tun. JB lässt ständig den coolen Diplomaten raushängen. Auch jetzt tut er wieder so, als ließen ihn solche Gewaltexzesse kalt. Keine Frage. Ich soll denken, dass er ein ganz abgebrühter Hund ist. Das Revier einer anderen Gang. Vor einem Monat wurde hier einer meiner Leute umgebracht. Auf dem Platz. Was wollte er hier? Spielen. Echt? Ging's um den Einsatz? Nein, Bandenkrieg. Haben die ihn getötet? Erstochen und erschlagen. Den Schläger? Es gäbe sicher noch mehr zu erzählen, aber JB verfällt wieder in den Blender-Modus. Erst Mord und Totschlag, danach ein lockeres Tennismatch. Weniger vorhersehbar als JBs Verhalten ist dieser Anblick. Ein Wärter. Es soll hier einen Mord gegeben haben vor ein paar Wochen. Waren Sie an dem Tag da? Die Auseinandersetzung begann bei einem Basketballspiel. Als wir eintrafen, lag JBs Mann auf dem Boden und blutete. JBs Leute, die Commanders, wollten mit den anderen abrechnen. Eine Eskalation konnte nur verhindert werden, weil die Gefängnisleitung die beiden Anführer an einen Tisch brachte. Sonst wurde niemand verletzt? Kein Kommentar. Das bedeutet nichts anderes als, jemand hat mit dem Leben bezahlt. Kein Kommentar. Das war's? Was ist passiert? Kann ich nicht sagen. Ich will mehr über die Geschichte erfahren. Nachdem JB seine diversen Shows abgezogen hat, rückt er vielleicht endlich mal mit der Sprache raus. Er hat's weit gebracht. Einer von unseren Jungs ist dann getötet worden. Wie hast du reagiert? Das geht so schnell. Man kann das nicht beeinflussen. Aber mit dem Ausgang bin ich zufrieden. Wenn ein Mafia-Mitglied tötet, ohne dass der Boss zustimmt, ist der Killer der Nächste, der stirbt. Habt ihr das wie die Mafia gemacht? Bei uns lief das nämlich auch so. Die Bosse haben Maßnahmen ergriffen, zunächst auf dem Verhandlungsweg. Und wenn das nicht ging, dann hat's jemanden erwischt. So an die 10 Berater, die Alten. Wollten sofort zuschlagen. Ohne Verhandlung. Ich habe mich nicht festgelegt. Andere, auch welche von den Alten, meinten, ruhig bleiben, denk nach, warte auf den passenden Moment. Ich habe mich wieder nicht festgelegt, habe nicht mal reagiert. Ich bin in meine Zelle gegangen und habe nachgedacht, habe mich beruhigt und weiter nachgedacht. Und? Das Ergebnis? Geduld zahlt sich aus. Man muss ruhig bleiben. Die haben die Scheiße selbst geregelt. Ein paar Tage nach dem Mord auf dem Basketballplatz lag der Täter erschlagen in seiner Zelle. Es heißt, die rivalisierende Gang habe eines ihrer Mitglieder auf JBs Befehl hin getötet.
Was sagt der Direktor der Gefängnisbehörde zu solchen Machenschaften? Sowas gibt es in meinem Land nicht. Als ich anfing, dachte ich auch, wie kann man das zulassen? Jetzt sehe ich die Vorzüge. Ich wusste nicht, dass man so die Gewalt eindämmen kann. Jetzt funktioniert es. Ich weiß selbst, dass man ein Auge zudrücken muss, sonst gibt's Chaos. Natürlich, wenn einer getötet wird, muss die Gang einen von ihren Leuten ans Messer liefern. Das haben sie geduldet. Es gab ein Ereignis, da ist sowas angeblich passiert. Ein Basketballspiel, typisches Mobverhalten. Einer fängt an, die anderen machen mit und plötzlich gibt's eine Revolte. Einen richtigen Massenauflauf. Wenn einer getötet wird, gehen sie nach Hause und sagen sich, irgendwas wird passieren, besser früher als später. Und dabei belassen sie es dann. Wenn es keine Rache gibt, wächst die Spannung jeden Tag. Offenbar weiß der Leiter der Gefängnisbehörde genau, was nach dem Basketballmord passiert ist. Und die Kontrolle über die Häftlinge kann er nur wahren, wenn er sich an ihre Spielregeln hält. Mein letzter Abend in Bilibid. Ein Gefängnis, in dem sich die Insassen aufs Wochenende freuen. Du musst den Samstagabend erleben. Das Beste überhaupt. Es gibt einen Schwulenwettbewerb. Willst du es sehen? Der Schönheitswettbewerb im Gefängnis. Sowas nenne ich Knastpunks. Hier haben wir Donald Karan aus New York und das ist Calvin Klein. Das mag ja ganz lustig aussehen, aber an diesem Ort hier sind sie echt begehrenswert. Diese Frauen oder Männer oder... Wir sind da. Sieht aus wie bei Mad Max. Vor meinem Abschied möchte ich noch wissen, ob der Mord auf dem Basketballplatz ein Einzelfall war. Es zeigt sich, dass Bilibid Leichen im Keller hat. Da war das Skelett. Hier? Ein komplettes? Alles. Ein ganzes Skelett? Mit Klamotten, aber ohne Schädel. Er war geköpft. Konnten Sie ihn identifizieren? Sie versuchen es noch. War er von einer Gang oder trug er eine Uniform? Alles Gerüchte. Bilibid sieht aus wie die Disney-Version eines Hochsicherheitsgefängnisses. Aber hier werden Insassen getötet und zusammengeschlagen oder skelettiert bei Bauarbeiten entdeckt. Was ist dir wichtig? Seelenfrieden. Da muss ich nicht nachdenken. Trotzdem habe ich Wünsche und Hoffnungen. Plötzlich gibt sich der Blender ganz bescheiden. JB lebt auf großem Fuß, aber eben hinter Gefängnismauern. In Bilibid genießt er Freiheiten, die in anderen Haftanstalten undenkbar sind. Muss aber selbst als Boss jederzeit um sein Leben fürchten. Nur eine Woche nach meiner Abreise wurde der Anführer einer anderen Gang von einem Insassen erschossen.